sind das Rückgrat der heimischen Wirtschaft, die Familienbetriebe Oberösterreichs. 9 von 10 Unternehmen werden von Familien geführt. 36.000 aktive oberösterreichische Familienbetriebe gibt es. Diese sind ein starker Rückhalt für die Wirtschaft. Sie planen die Zukunft über Generationen und denken nicht in Quartalen. Sie gelten somit als stabiler und krisenfester als andere Unternehmen. Innovativ, wachstumsorientiert und erfolgreich. Wir haben 365.000 Mitarbeiter, die in Familienbetrieben arbeiten. Wir haben derzeit ca. 36.000 Betriebe, die hier aktiv sind als Familienbetriebe. Und das zeigt schon, dass die Lebensqualität, die Wertschöpfung, die Arbeitsplätze in Oberösterreich durch Familienbetriebe in großem Maße abgesichert werden. Sie sind natürlich krisensicherer und stabiler Familienbetriebe wie andere Betriebe. Das ergibt sich vor allem daraus, dass sie erstens einmal auf lange Sicht aktiv sind, dass sie Visionen haben, dass sie über Generationen denken und nicht nur, wie man kurzfristig abcashen kann. Sie sind bemüht zu investieren im Betrieb, denken nicht nur in Quartalen, sondern darüber hinaus, also mittel- und langfristig, und haben dadurch natürlich auch ein bisschen mehr Substanz, wenn es einmal kritisch ist. Der Präsident Rudolf Trauner und der Direktor der Wirtschaftskammer Oberösterreich Walter Bremberger besuchen am ersten Tag der Pressereise das Spritzgussunternehmen Stahl im Sterner in Machtrenk. International tätig, trotzdem mit dem Standort Oberösterreich stark verwurzelt. 2004, 2005 ein großer Schritt für das Unternehmen, über den großen Teich zu gehen nach Kanada. Das war die erste wirklich große Herausforderung. Das ist natürlich mal die Verbundenheit, weil wir selber mit Oberösterreich sehr, sehr stark verwurzelt sind. Ich persönlich natürlich auch, komme auch aus diesem Großraum. Dann hat sich natürlich auch die Entwicklung hier aufgebaut. Das heißt, das Wachstum außerhalb Österreichs hat eigentlich immer dazu geführt, dass der Machtrenker Standort mindestens in demselben Ausmaß, wenn nicht sogar stärker mitgewachsen ist. Stahl im Sterner ist zu 100% im Familieneigentum. In nur 4 Jahren hat sich die Anzahl der Mitarbeiter verdoppelt. 1000 Menschen haben bei Stahl im Sterner ihren Arbeitsplatz. Wachstum geht einher, aber ist nicht zwingend notwendig mit Umsatzwachstum. Umsatzwachstum heißt natürlich auch, dass man mit Mitarbeitern wächst, aber wir wollen vor allem technologisch wachsen. Und wir wollen in der Persönlichkeit wachsen. Also ein Unternehmen muss in seiner Struktur, in seinem Fundament weiter wachsen. Stahl im Sterner erzeugt Produkte, die man aus dem alltäglichen Leben kennt. Ob aus der Automobilbranche, dem Sanitär- oder Medizinbereich. Die Produktpalette ist groß. Schauplatzwechsel Reiter GmbH in Raab. Der Experte für Farbe, Raum und Fassade. Dieser Malereibetrieb beschäftigt 25 Mitarbeiter und 4 Lehrlinge werden ausgebildet. Vor 14 Jahren hat Sohn David Reiter den Betrieb vom Vater übernommen. Ja, ich glaube, dass wir unsere Stärke darin haben, dass wir wirklich aus einem relativ bescheidenen Haus mit einfachen Mitteln, die also dann einem Maler zur Verfügung stehen, das Maximum rausholen können. Mitarbeiter aus der Region und Aufträge aus der Region. Die Malerei Reiter führt 2 Geschäfte in Scherding und Raab. Der Leistungsdruck in der Branche ist hoch. Deswegen ist die Ausbildung der Lehrlinge dem Familienbetrieb eine Herzensangelegenheit. Denn gute Fachkräfte werden dringend gebraucht und hier auch wertgeschätzt. Der Vater übergibt das Unternehmen an den Sohn. Auch die Firma Weiland in St. Florian am Inn steht gerade vor einer Firmenübergabe. In 6. Generation wird dann das 1833 gegründete Unternehmen geführt. Ich bin jetzt eben letztes Jahr im August eingestiegen in die Firma, mache seitdem beim Papa im Büro, quasi haben die 2 Schreibtische nebeneinander, und bin aber da gleichzeitig immer wieder in der Abteilung und sitze bei unseren Mitarbeitern, einfach weil, dass ich das Geschäft von Grund auf einmal kennenlerne, weil ich sage mal vom Studium her, das ist zwar alles recht und schön, aber von der Praxis kriegt man nur Ahnung, wenn man dabei sitzt. Weiland ist ein Großhandelsunternehmen in den Bereichen Stahl und Bewehrung, Werkzeuge und Maschinen, Bauwaren und Befestigungstechnik. Auch der Wirtschaftskrise, in der die Stahlindustrie stark betroffen war, konnte das Familienunternehmen trotzen. Krisen gab es auch bei der Familie Guggerbauer, denn das Gesundheitshotel liegt direkt am Inn. Das Hochwasser verschonte den Familienbetrieb nicht, im Gegenteil, alles musste neu aufgebaut werden. Das Besondere, der Inn gehört halt in guten und auch schlechten Zeiten zu uns dazu. Es heißt, ja, es ist so, aber die Gäste kommen wahrscheinlich nur wegen dem Inn, oder?
teils nur wegen dem Inn, weil einfach eine gewisse Ruhe hier widerspiegelt. Die Familie im engeren Sinn mit der ganzen Verwandtschaft, die ja alle da waren, die haben sich von der Arbeit freigenommen, waren in Urlaub, haben hier mitgeholfen mit Besen, zu der Familie im größeren Sinn, mit den ganzen Mitarbeitern. Alle meine Mitarbeiter waren hier, haben uns geholfen, haben uns unterstützt, sind auch nach der Katastrophe wiedergekommen und das hat uns an Anfangen viel, viel leichter gemacht, als wie wenn wir auf fremde Mitarbeiter oder neue Mitarbeiter zurückgreifen hätten müssen. Egal ob Krisen, die sie durchtauchen, Fachkräftemangel, der ihnen zu schaffen macht, Familienbetriebe bleiben ihrem Standort treu und denken über Generationen hinweg. Egal in welcher Branche, die Zeiten sind schwer. Der Zusammenhalt in diesen Unternehmen dafür umso größer.